Servus Leute und willkommen zu Teil 5 der Nauders-Serie. Mein Name ist Dennis von Super Smash Bikes und wir schauen uns heute den Bergkastell-Trail mal genauer an. So, das als kleinen Vorgeschmack. Wir werden uns natürlich noch die komplette Strecke als RAW in diesem Video ansehen. Das heißt, einmal von oben bis unten komplett durchgefahren. Dann werden wir einfach sehen, wie ist die Strecke aufgebaut, was erwartet uns oder was erwartet euch auf dieser Strecke. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf diesem Trail unterwegs gewesen seid und wie ihr diesen Trail findet. Ich selber finde, dass der Trail morgens zum Reinkommen oder abends kurz vor Feierabend nochmal den Ort rauszurollen eine richtig coole Sache ist. Kann man entweder richtig krachen lassen auf dem Trail, aber auch relativ flowig und locker fahren. Insgesamt finde ich das Ganze auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Trail. So, genug gelabert. Ihr wollt bestimmt die ganze Strecke sehen. Also abonniert gerne meinen Kanal. Auch gerne mit Glocke, wenn ihr eine Benachrichtigung haben wollt beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, let's go auf den Bergkastell Trail. Viel Spaß! Noch einmal.
Achtung, ich schlängel mich mal irgendwo vorbei. Danke. Absolut heißer Scheiß.